Danko Handrik ist in Opava. Wie sieht es bei Ihnen vor Ort aus und ist es schon zu möglichen Flutopfern gekommen? Wir konnten es hier an dieser Stelle in den letzten Stunden beobachten. Das Wasser, es steigt und steigt weiter noch. Und es macht diese Straße zu einem reißenden Strom. Denn der Fluss, der ist eigentlich einige hundert Meter entfernt von dieser Stelle. Das Wasser kommt aus dem Altvatergebirge. Da sind in einem Ort über 500 Liter pro Quadratmeter in den letzten Tagen gefallen. Wasser, das jetzt hier regelrecht durchschießt. Über 10.000 Menschen mussten hier in der Region ihre Häuser verlassen, wurden evakuiert. Viele haben es freiwillig gemacht, einige wollten nicht. Sie meinten, nein, wir kommen mit diesen Gefahren klar. Und diese mussten dann mit Hubschraubern gerettet werden. Man rechnet aber hier, zumindest in Opava, mit der Scheitelwelle so heute in den späten Abendstunden. Vier Menschen werden hier in Tschechien vermisst. Ein Helfer ist in einen Fluss gefallen und wurde von diesem Fluss mitgerissen. Und außerdem ist ein Auto in einen Bach reingefahren und drei Insassen wurden von diesem Bach mitgerissen. Diese vier Menschen werden hier in Tschechien aktuell vermisst. Danke an Sie, Danko Handrik, nach Tschechien.